willkommen hier zu einem neuen Monolog. Ich bin der Dan und beschäftige mich mit Pen-and-Paper-Spielen. Ganz, ganz viele verschiedene als Spielleiter und auch als Spieler. Mein Steckenpferd ist Midgard, das älteste deutsche Rollenspiel. Und im Moment auch natürlich sehr viel Oldschool-Rollenspiel. Aber es ist noch ganz viel für dich. Über 1300 Videos auf diesem Kanal. Heute besprechen wir ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel hart gelernt, wie man eine erste Runde als Spielleiter konzipiert. Es gibt ein paar Tipps und es gibt einen Haufen Tipps im Internet, die sich alle sehr ähneln und die voneinander immer so ein bisschen abschreiben. Und ich bin der Meinung, dass ich vielleicht noch das eine oder andere mehr zu sagen habe, vielleicht auch nicht ganz so harmonisch. Wir werden es erleben in diesem Video. Aber gut, es ist ja ein Kooperationsspiel. Ja? Wir arbeiten alle zusammen. Auch der Spielleiter am Tisch, der Spielleiter hat die meiste Arbeit. Und der Spielleiter sollte sich auch dementsprechend Dinge rausnehmen. Ja, ganz klar. Ihr macht es gerne. Also ich gehe davon aus, ihr habt Bock, das zu machen. Ich habe da auch Bock drauf. Ich habe Bock drauf, richtig schöne Abenteuer vorzubereiten, tolle Ideen, coole Szenen, Spaß zu haben und so weiter. Aber im Endeffekt bin ich immer noch derjenige, der die meiste Arbeit reinsteckt. Und ich bin auch derjenige, auf den das negativ zurückfällt, wenn zum Beispiel jemand 2 Stunden vorher mal absagt, weil es ihm nicht wichtig ist. Das kann vorkommen, ja, sollte aber nicht die Regel sein, sollte man auch in einer Gruppe ansprechen. Ja, das sind Dinge, da möchte ich euch gleich, wenn ihr die erste Runde startet, ganz klar in den Rat geben. Vermittelt den Spielern, dass es nicht ein Ding ist, wo man ein Computerspiel anmacht. Ob man das heute anmacht oder morgen, ist egal. Da sitzen 4 Leute plus du als Spielleiter. Du hast dich vorbereitet, du hast dich eingelesen, du hast dir Notizen gemacht, du hast die Arbeit gemacht. Und das sollte ganz klar sein am Anfang, dass das dazugehört, ja, dass das ein wichtiger sozialer Termin ist. Das ist wie ein Fußballtraining. Ja, natürlich kann man das mal ausfallen lassen, aber bei dem Fußballverein, wenn du das zweite Mal nicht da bist, kostet 5 Euro in die Kasse, so nach dem Motto. Ja. Also die Wertigkeit. Deine Arbeit soll geschätzt werden und die Spieler, die machen sich ja auch einen Aufwand. Die anderen, die dann da sitzen und vielleicht nicht spielen können, für die ist das halt natürlich auch ärgerlich. Okay, aber damit wollte ich gar nicht anfangen. Fangen wir erstmal vorne an, bevor ihr euch trefft, die Wahl des Systems. Ich kann dir nur empfehlen, wenn du Bock hast, irgendein System zu leiten, ja, wenn du richtig Bock hast, dann Herrgott, nimm es. Ja? Egal, ob das ein komplexes ist oder ein einfaches. Aber mach es dir so einfach wie möglich. Schau, ob es Basic-Regeln gibt zum Einsteigen. Ja? Zum Beispiel bei Midgard gibt es ja dieses Einsteigerheftchen, da ist da auf 20 Seiten schon mal das Wichtigste drin, was du brauchst. Oder Midgard 1880 oder Cthulhu oder was auch immer. Ja? Nutz erstmal die Einsteigerregeln und werde sicher. Wenn du von Aborea kommst, du hast Aborea gespielleitet. Viele Leute auf meinem Kanal lieben Aborea als Einstieg. Auch da, ja, fangt locker an, lebt den Flow, ja, den Spaß am Tisch, die Erzählung, die Geschichte, kümmert euch um die Geschichte, ja, nicht um die Regeln, ja, nicht so viel um die Regeln. Also fangt wirklich leicht an, überfordert euch nicht. Ich bin jemand, ich überfordere mich, ja, ich will immer gleich alles. Ich sehe die große epische Kampagne, anstatt dass ich einfach mal 2 One-Shots leite. Ja? Und da muss ich auch mal wirklich für mich einen Schritt zurück machen. Ja. Aber wie gesagt, die Wahl des Systems, entweder ihr nehmt ein einfaches, erstmal, oder ihr nehmt Einsteigerregeln von aufwendigeren Systemen. Ganz wichtig, denn
Ihr habt so viel zu managen. Ja, die Story, die NSCs, ihr müsst den Kampf irgendwie können, ihr müsst vielleicht die Magie können, ihr habt vielleicht noch irgendwas anderes im Hinterkopf, was ihr noch so beachten wollt, was in dieser Gruppe schon vielleicht schon angelegt ist, was ihr mit einflechten wollt. Konzentriert euch lieber auf die Story und auf das, was ihr vorhabt. Dann ein ganz wichtiger Punkt. Im Moment ist es ja so, alles muss immer am besten 2 Minuten vorm Spielen aufgemacht und losgeleitet. Ja, alles so einfach wie möglich. Die Charaktere, die Spieler sollen keine Charaktere mehr schreiben. Ihr braucht keine Charaktere mehr schreiben. Wir entwickeln das im Spiel. Alles easy, alles leicht und so weiter. Und das nimmt diesem ganzen Ding die Wertigkeit. Ja, bereite dich auf diese Session vor. Ja, bereite dich vor. Kopier dir schöne Bilder raus oder Battle Maps für das Online-Spielen. Bereite dich drauf vor. Lies die ganzen Geschichten. Mach dir Anmerkungen. One-Shots drucke ich regelmäßig aus. Und alles, was mit Ambiente zu tun hat, was ich gerne vermitteln möchte, markiere ich mit der einen Farbe. Alles, was regeltechnisch ist und so weiter, vielleicht noch mit einer anderen. Ja. Ich suche mir Männchen raus, mit denen ich Dinge darstellen kann. Ich drucke Pläne aus, ich schneide Pläne in Stücke, ich drucke Handouts aus und so weiter und so fort. Und das ist mir, weil es mir wichtig ist, ich möchte gerne eine tolle Erfahrung für die Spieler bieten. Ja? Und deswegen, auch das, was ich zum Anfang an sagte, es ist eine Wertigkeit dahinter. Und wenn jemand diese Sachen immer boykottiert oder nicht mitspielt oder die anderen einfach nur ärgert, weil er langweilig ist oder so. Das kann passieren, ja. Solche Spieler gibt es. Dann ist das nicht schön. Er macht mir als Spielleiter damit die Gruppe kaputt. Und da muss man dann halt auch reagieren. Und da komme ich jetzt zum nächsten Punkt, denn du bist einer von 5, ich gehe jetzt mal aus, es sind 4 Spieler und ein Spielleiter. Du bist einer von 5 am Tisch. Ja? Hol die Spieler mit ins Boot. Du bist als Spielleiter nicht derjenige, der sich hinsetzen muss und muss sagen, du kommst zu spät, du kommst gar nicht, du machst dies, du machst das. Du bist als Spielleiter nicht der Kindergärtner in einem Kindergarten. Das muss auch wichtig sein. Ja? Das sind in der Regel alles erwachsene Leute, die da sitzen. Ja, und wenn du mit Minderjährigen spielst, dann sind es halt Minderjährige, dann sind es halt Kinder oder so, denen du das zeigst. Das ist natürlich klar, dann guckst du natürlich nicht so ein Video. Aber du bist nicht der Kindergärtner, du musst nicht ihnen den Arsch nachtragen und du musst auch nicht Verständnis dafür haben, wenn jemand sagt, ja, 2 Stunden vorher ja, komme ich halt nicht. Und das nächste Mal kommt er 1 Stunde zu spät. Und ja, da können auch die anderen der Gruppe sagen, jo, das stört mich. Du bist nicht der Chef. Du bist der Spielleiter, nicht der Chef von den Leuten. Und man sollte das auch in der Gruppe ansprechen und sagen, Leute, wie seht ihr das? Ja, er ist ein toller Typ und das ist jetzt gleich der nächste Punkt, zu dem ich komme. Es passt einfach nicht jeder ins Team. Rollenspiel ist ein soziales Spiel mit sozialen Leuten, die vielleicht auch Extreme ausprobieren wollen. Es gibt ganz viele verschiedene Ideen. Es gibt Powergamer, die haben richtig Bock darauf, ihren Charakter auszumaxen. Es gibt Planer, die wollen wie bei Shadowrun, ja, so einen Einsatzplan. Die wollen gerne einen ganzen Tag oder 5 Stunden lang nur planen, jedes Detail. Es gibt die Rollenspieler, die wollen gar nicht erst würfeln, die wollen einfach spielen, die wollen Schauspielern und so weiter und so fort. Ganz viele Charaktere. Manche Leute wollen auch einfach nur lustig ein paar Würfel schmeißen und ein Bier trinken. Manche Leute wollen halt eine tiefe Charaktergeschichte, eine epische Heldenreise spielen. Und da muss man klar sagen, wenn du nicht in die Gruppe passt, bist du kein schlechter Rollenspieler und der Spielleiter ist auch kein schlechter Mensch, wenn er sagt, jo, du bist ein cooler Typ, ja, aber du passt nicht in die Gruppe. Das ist nicht die Vision, auf die wir uns geeinigt haben oder die ich habe. Ja, wenn ich jetzt eine große epische Heldenreise spielen will,
dann brauche ich niemanden, der aus Langeweile sagt, ich greife jetzt den König an oder so, sondern ja, mit dem spiele ich was anderes. Das ist ganz wichtig. Grenzen setzen, abstecken, dass man sagt, Leute, ich bin Spielleiter. Wir überlegen uns zusammen, was wollen wir denn spielen? Das heißt, wir sprechen ab, wir möchten gerne ein leichtes Regelsystem spielen mit einer epischen Story. Ja? Nicht zu viel Herr der Ringe, vielleicht eher so in Richtung 80er Jahre Action-Movie, bisschen lockerer, leichtherziger. Ja? Und dann ist der Cut. An dieser Stelle haben die Spieler dann einfach nichts mehr zu melden. Weil dann seid ihr als Spielleiter derjenige, der dann für alle eine Welt kreiert, ein Abenteuer, ein Erlebnis kreiert. Und ab diesem Zeitpunkt übernehmt ihr das einfach. Ja? Natürlich muss man sich auf die Spieler ein bisschen einstellen und sagen, okay, worauf habt ihr Bock? Das ist ja klar. Ne? Aber dann ist es euer Spiel. Ja? Und wenn jemand nicht reinpasst, dann muss man auch offen und ehrlich mit ihm reden und sagen, hier, das ist nicht die richtige Gruppe für dich. Ja? Ich mache vielleicht, du bist jemand, der willst das, du machst eher das und das. Also entweder du guckst, dass du dir ein bisschen besser reinpasst, so, weil im Moment zerstörst du meine Idee dieser Welt. Oder wenn du da keinen Bock drauf hast, ey, wir machen eine neue Gruppe, wo wir was anderes machen, was dir eher passt. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ja? Ich bin da sowieso komplett dafür, dass man sagt, wer nicht passt, der passt einfach nicht. Das ist überhaupt nicht negativ. Ja, auch als Spielleiter. Wenn ihr in eine Gruppe kommt und ihr passt einfach nicht, ihr seid zu regelfixiert oder zu erzählerisch oder zu langatmig oder ihr erklärt nicht schön genug oder ihr könnt noch keinen... Es gibt viele Gründe, warum Spieler und Spielleiter nicht passen können und dann ist das vollkommen okay zu sagen, okay, du passt nicht. Aber gut, kommen wir nochmal zu ein bisschen was Praktischerem in eurer Vorbereitung, ne? Du bist nur einer von den Spielern, da gehe ich nochmal drauf zurück, du bist nur einer von denen, die da sitzen, die an diesem Gruppenspiel teilnehmen. Nutze die Kenntnisse deiner Spieler. Wenn jemand dabei ist, der schon ein paar One-Shots gespielt hat, vielleicht noch nicht in dem System, dem sein Vorwissen kannst du nutzen. Ja, ist vielleicht ein Spielleiter dabei, vielleicht aus einem anderen System oder sowas. Nutz das. Vielleicht kann der eine kleine Szene für dich übernehmen, zu leiten. Ja, vielleicht sagst du vorher zu dem, hier, wie sieht's aus? Hättest du Bock, so kleine Szenen zu leiten? Ja, damit ich mal noch irgendwas machen kann oder so, keine Ahnung. Ja, sprecht mit den Leuten. Ja, ich habe in meiner Gruppe, in meiner Midgard-Gruppe, das sind alle Spielleiter. Ja, ich weiß die Magieregeln nicht auswendig. Ich weiß die Kampfregeln fast auswendig, aber nicht alles. Ich gucke keine Crit-Tabellen. Also ja, Patzer-Tabellen, Crit-Tabellen. Das mache ich nicht. Die Zauberer haben ihre Zauber zu wissen. Das ist bei Midgard so. Jeder hat in der Regel auch sein eigenes Buch und sein eigenes, also Arcanum und Codex, Grundregelwerk und der Magieband. Das ist bei Midgard so. Ja, aber bei anderen Systemen, warum nicht rauskopieren den Spielern geben? Das sind deine Zauber. Du musst dich damit auskennen. Nicht ich. Als Spielleiter. Ich habe ganz viele andere Dinge. Das ist wichtig. Ne? Dass nicht der Spielleiter der Alleinunterhalter ist, sondern alle. Alle sollen ein bisschen Aufwand reinstecken und der Spielleiter ein bisschen mehr. Und wenn alle ein bisschen was reinstecken, dann kommt was Schönes bei raus. Nicht einer sitzt vorne und macht den Hampelmann. Ganz wichtig an dieser Stelle. Es gibt introvertierte Spieler, die sitzen da und sagen den ganzen Abend kaum ein Wort. Warum sitzen die da den ganzen Abend und sagen kein Wort? Nur wenn sie mal angesprochen werden, reagieren sie. Weil sie Spaß haben in dem Moment. Das dürft ihr nicht vergessen. Das ist irritierend. Es sitzen Leute da, die sitzen jeden Spielabend da. 3 Stunden, sagen kein Wort oder ganz wenig nur. Aber die haben trotzdem Spaß. Wenn eine Person in dieser Art in eurer Gruppe ist, ist das nicht schlimm. Wenn es 3 sind, ist es ein Problem. Ja,
auch wieder ansprechen. Dann funktioniert auch die Gruppe dann nicht, ja, wenn ihr alles irgendwie rausforcen müsst. Aber denkt dran, auch Leute, die nicht agieren, die wenig machen, die haben auch Spaß. Das heißt, ihr habt euren Job gut gemacht. Das darf man nicht vergessen. Okay, dann ganz wichtig, Thema Überforderung nochmal, wenn ihr jetzt zum Beispiel Dungeons plant. Macht es nicht zu komplex. Plant nur diese eine Sitzung. 3-4 Stunden. 5-Raum-Dungeon, ein Auftrag, 1 oder 2 NSCs, nicht mehr. Nicht überfordern. Fangt locker an. Macht das einmal, macht das zweimal. Und das nächste Mal, dann holt ihr euch vielleicht irgendwie mal ein Buch, ein Abenteuer, was irgendwie ein bisschen komplexer ist. Mit ein paar Schauplätzen oder sowas. Langsam anfangen, nicht überfordern. Wenn ihr euch gut fühlt, wenn es locker gelaufen ist, wenn alle Spaß hatten, dann ist es okay. Wie gesagt, Ehrlichkeit, sei ehrlich zu dir selbst. Wenn du was nicht weißt, dann sag das. Sei ehrlich zu der Gruppe. Sag, das gefällt mir jetzt gerade nicht so, können wir das, ne? Hatten wir auch beim Dragon Age Rollenspiel, was wir gerade als Audio-Let's Play auf diesem Kanal hier laufen haben. Da gab es auch schon die eine oder andere Situation. Da hat der Spielleiter dann gesagt, okay, das ist jetzt nicht, also das ist, geht mir zu weit, das haben wir anders abgesprochen. Das mag ich nicht, als ich als persönlich, als Mensch, als Spielleiter. Und da müssen wir gucken, ob wir das anders lösen. Das gab es auch. Ja? Weil es einfach, und das ist auch in Ordnung. Man hat dann einfach weitergemacht in einer anderen Ecke. Also Mut zur Lücke. Es gibt genug Spielleiter, wenn ihr euch ein bisschen informiert und so weiter, die erzählen, die kommen wie die Jungfrau zum Kind. Jürgen Franke, der Schöpfer von Midgard, der hat 2-mal gespielt und dann haben sie sich zu Silvester verabredet und dann hat irgendwie einen Tag vorher der Spielleiter abgesagt, hat gesagt, hier Jürgen, ich bring dir die Sachen vorbei, du machst es jetzt, du leitest es jetzt. Und ja, das ist jetzt schwer, hier liest du dich ein, mal einen halben Tag und dann ist das erledigt, machst du das. Ja? Oder, egal, eine Bekannte, ja? Auf einer Convention. Keine Ahnung von Kampfregeln, keine Ahnung von Magie, keine Ahnung von der Hintergrundwelt, aber einfach gemacht. Ja? Das ist, wenn man offen ist, ehrlich ist, wenn man die Spieler nutzt, wenn man das Wissen der Spieler nutzt, dann macht man das, was man soll. Eine Geschichte erzählen, den Rest machen die Spieler mit den Regeln und so, das können die Spieler ganz gut machen. Also das kann, geht auch. Ja? Ehrlichkeit zu dir und der Gruppe, das ist ganz wichtig. Ja? Sei auch ehrlich zu dir. Du kannst nicht alles. Das lernt man nach und nach. So, als letztes, ja, das war's schon, Leute. Oh, das war's schon. Ich habe alle Punkte abgehakt. Ja? Ich hoffe, es waren noch mal ein paar frische Denkansätze dabei. Wie gesagt, es ist ein Gruppenspiel, wo alle dabei sind und wo auch nicht jeder immer passt. Und das ist auch nicht schlimm. Ja? Das kann man ja offen und ehrlich kommunizieren. Keine Angst haben davor. Ich habe da keine Angst vor. Wenn jemand nicht in die Gruppe passt, dann macht es halt auch mir keinen Spaß. Wenn jemand dabei ist, der einfach nicht passt. Aber in einer anderen Konstellation passt der dann auf einmal. Und dann macht es Spaß. Wie gesagt, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und gerne mal so die Glocke anschalten. Dann bekommt ihr nämlich immer eine kurze Info, wann ein neues Video kommt. Ja, wenn ihr mehr Bock auf Abenteuer habt, dann schaut mal auf www.dance-abenteuerwelt.de. Das ist mein kleiner Webshop mit für dich handverlesene Videos. Nein, nicht Videos! Abenteuer für Midgard und für ganz viele andere Sachen. Oldschool-Rollenspiel, bla. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Und jetzt versuche ich mal bei dieser neuen Kamera auszuschalten, ohne hinzugucken.